weil wir trotzdem immer wieder auf der Suche sind nach haltbareren Sorten, nach geschmackvolleren Sorten. Und Aussehen, Farbe ist ganz wichtig. Die mittleren Rispen haben wir nur eine Sorte, das ist eine neue Sorte am Markt. Und von den kleinen Sherry haben wir drei verschiedene Sorten. In Holland werden eher größere Tomaten gemacht, die dann nicht so guten Zuckergehalt haben und so weiter. Wir machen hier den sogenannten Mitteldross mit rund 100 bis 120 Gramm, der geschmacklich besser ist, weniger Ertrag bringt dafür. Wir spezialisieren uns nicht auf ein Produkt, sondern machen wirklich eine Vielzahl an Kulturen. Ja. Wir haben von den Sorten her haben wir zwischen 35 und 40 Sorten Paradeis. Es wird wahrscheinlich sein, dass man alle Sorten auf der Welt, dass man da vielleicht auf 1000 kommt. Aber wir kultivieren diese Sorten, die sich für unsere Breitengrade eben am besten eignen. Wir testen das ganze Jahr über in unseren Betrieben an neuen Sorten. Hier seht ihr da sechs verschiedene Sorten Tomaten. Hier schauen wir, welche Sorte besonders lagerfähig ist. Und natürlich verkosten wir die auch mehrmals in diesen drei Wochen, wo wir diesen Test machen, wie sich auch der Geschmack dazu verändert und wie da eben die einzelnen Aromakomponenten von Woche zu Woche sich verändern oder vielleicht sogar auch ausbauen. Also es gibt so Spezialsorten wie die Ovalis. Das ist mittlerweile ein ganzer Betrieb, der nur mehr die Ovalis produziert. Mit der Sorte haben wir das Monopol, kann man sagen. Ja. Und das ist aber von den Saatgutfirmen ist es ausgegangen, dass man nicht die Sorte an jeden gibt, und die haben sich dann gegenseitig die Schädeln ein und dann gibt es die Sorten gar nicht mehr. Ne? Weil dann haben sie sich gegenseitig umgebracht mit so viel Ware. Die Saatgutzucht passiert quer über die Welt. Also es sind verschiedene Sorten. Wir haben dieses Jahr mit unseren Versuchen, glaube ich, 16 Sorten. Letztes Jahr waren es 21. Und von verschiedenen Züchtern quer über die Welt verteilt. Es wäre jetzt eine Richtung zu formulieren, was das Zuchtziel bei Paradeisern ist. Das ist sehr, sehr spezifisch wieder von der Produktionsart, vom Produktionsverfahren abhängig. Moderne Intensivbetriebe brauchen immer noch die Leistungsstärke. Geschmack ist doch in den letzten Jahren auch jetzt im klassischen, konventionellen Bereich ein Thema geworden. Auch die gewisse Variation der Fruchtform oder der Fruchtfarbe ist ein wichtiges Zuchtziel. Man sieht es auf den Tassen, gibt es dann die kleinen gelben, die länglichen, gespitzten. Also in der Tomate sind ja sehr viele Substanzen für den Geschmack zuständig. Das ist ja nicht alleine nur Säure- und Zuckerverhältnis, da ist ja viel mehr dahinter. Und da ist man gerade dabei, dass man untersucht, welche Parameter da eigentlich ausschlaggebend sind. Das Aroma und die Süße bei Paradeisern unterscheiden sich ganz grundlegend. Also Süße ist natürlich ein wichtiges Kriterium, wenn man jetzt an die kleinen Naschparadeisern denkt, die Sherry, das nascht man gerne, es ist süß, man spürt was, schmeckt gut, das erfreut das Herz des Konsumenten. Aber das heißt nicht, dass sie wirklich aromatisch sind. Wenn man das miteinander vergleicht, dann sieht man, im samenfesten Bereich habe ich eine gewisse Eigenständigkeit, eine Autonomie, auch aus eigener Betrieb, über mein eigenes Sortiment. Ich kann es selber vermehren. Im Hybridbereich bin ich abhängig, jedes Jahr diesen Kreuzung wieder, diesen Hybriden von der Samenfirma wieder neu zuzukaufen. Es wäre doch fein, wenn wir wieder selber die Züchtung in die Hand nehmen und auf unseren Betrieben jetzt diese Sorten züchterisch verbessern, in die Richtung, was für uns wichtig ist. Das Ganze ist nämlich ausgegangen von den Bäuerinnen und Bauern, also von kleineren Betrieben, direkt vermarktenden Biobetrieben, die gesagt haben, sie bauen im biologischen Sortenraritäten an, bunte Sorten. Wir setzen deswegen samenfeste Sorten ein, weil uns einfach das Anliegen ist, kleine, alte Sorten, geschmackvolle, intensive, große Sorten, diese Vielfalt zu erhalten, weil durch diese Masse an einheitlichen Dingen geht diese Vielfalt, die der Konsument natürlich schätzt, verloren. Ja. Drei Tage nach der Aussaat sieht man dann das erste Grün. Die Tomate hat den Keimling ausgetrieben und weitere 7 bis 10 Tage später wird dieses kleine Pflänzchen in einen großen Topf umgetopft. Unsere Jungpflanzen kommen aus Holland. Dort sind einfach die meisten Jungpflanzenbetriebe. Wir haben teils italienische und teils österreichische
zum Vergleichen auch. Wir machen zu 100% unsere Jungpflanzen selber. Die Jungpflanzengärtnerei, die für mich die Pflanzen macht, verwendet das biologische Saatgut. Wir haben leider selber nicht die Möglichkeit, im Winter Jungpflanzen zu produzieren. Da braucht man eine spezielle Beleuchtung. Und es ist besser, wenn man das den Spezialisten überlässt. In meinen Händen halte ich jetzt fertige Tomaten-Jungpflanzen, oder in diesem Fall zu meiner Rechten eine halbfertige Tomaten-Jungpflanze. Wieder Ausgangsprodukt Torf. Torfpresswürfel, in diesem Fall 10x10 cm. So schaut die Pflanze ungefähr nach 5 bis 6 Wochen nach der Aussaat aus. Und das, was wir zu meiner Linken da sehen, das ist eine fertige Tomatenjungpflanze. So wird sie dann ins Gewächshaus, in den Folientunnel, in die Erde gepflanzt. Vor vielen Jahren waren es noch sehr, sehr wenige Sorten, die angebaut worden sind. Mittlerweile kultivieren wir im Jahr rund schon an die 200 verschiedene Tomatensorten. Und das ganze jahreszeitbedingt ist es geheizte Kultur, ist es Glashauskultur, ist es erdelose Kultur bis hin zum Freilandanbau. Das macht eigentlich dann die entscheidende Sortenwahl aus.